Sie verzaubert mit ihrer Kunst und ihrem Können ein Millionenpublikum im Fernsehen. Seit vielen Jahren lebt sie in Karlsruhe, hat ihren Kindheitstraum zum Beruf gemacht und sorgt nun dafür, dass viele Menschen sich wunderschön gemeinsam zur Musik bewegen können. Martha Arndt begeistert bei der TV-Show Let's Dance seit 10 Jahren die Zuschauenden. Die Profitänzerin hat polnische Wurzeln, kommt aber bereits mit 11 Jahren zu uns ins Land. Und Hansen bestimmt schon von ganz früh ihr Leben. Dafür geht sie sogar noch vor dem Abi von der Schule ab. Und der Erfolg gibt ihr aber recht. 2017 wird sie Latein-Spezialistinnenmäßig Weltmeisterin. Aber was eine solche Karriere an Einsatz und Opfer fordert, das weiß Martha Arndt nur zu gut, denn sie hat alle Höhen und auch Tiefen der Branche kennengelernt. Heute trainiert die 32-Jährige auch den Nachwuchs beim SSC Karlsruhe. Und dafür hat sie dieses Jahr sogar die Teilnahme bei Let's Dance abgesagt. Ich freue mich aber, dass sie zu uns gekommen ist in die Landesschau, Martha. Herzlich willkommen, hallo. Ich freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also für deine Fans die Möglichkeit, immerhin Martha auch im Fernsehen zu sehen, selbst wenn du bei Let's Dance nicht dabei bist. Hast du denn heute schon getanzt? Heute noch nicht tatsächlich. Heute noch nicht. Machst du das manchmal zu Hause vorm Spiegel auch? Ja, natürlich. Also ich bin eigentlich jeden Tag am Tanzen und versuche neue Moves. Und ich unterrichte ja eigentlich jeden Tag im SSC in Karlsruhe und deswegen bin ich jeden Tag am Tanzen fast. Jetzt musst du doch deinen Fans noch mal erklären, warum dann dieses Jahr nicht dabei bei Let's Dance. Ich denke, es werden dich einige vermissen. Ja, also dieses Jahr hat es leider nicht so ganz gepasst und ich konnte leider nicht mitmachen, aber habe dafür dann meine Trainer-A-Lizenz gemacht und habe damit die höchste Lizenz in Deutschland als Trainerin. Wer kommt zu dir nach Karlsruhe? Wer ist im Verein? Wem bringst du was bei? Also es sind ganz, ganz viele verschiedene, von klein auf bis Seniorenalter sind alle Leistungsstufen dabei. Beginnt mit 4 Jahren, mit ganz kleinen machen wir Auftritte, machen wir verschiedene Shows. Dann natürlich wollen wir diese Kleinen auch auf das Turnierleben, sag ich mal, vorbereiten. Das heißt, Grundschritte werden beigebracht, dann geht man in die Turniervorbereitung, bis man dann am Turnier teilnimmt irgendwann. Ich hatte auch schon einige Gesangslehrerinnen und Gesangslehrer hier sitzen und da kommt immer der Spruch, singen kann eigentlich jeder. Ist das mit dem Tanzen auch so oder würdest du sagen, die einen mehr, die anderen weniger? Also doch, tanzen kann jeder. Aber ich glaube, nicht jeder ist für den Turniersport gemacht. Manche mögen es lieber entspannter, also nicht diesen Druck vom Turnier und tanzen bei uns auch hobbymäßig. Und das ist ein wichtiges Stichwort. Wir werden heute noch den Beweis antreten, dass es einen ganz einfachen Tanzschritt gibt, der den Druck insbesondere von uns Männern wegnimmt, wenn wir auf, weiß ich nicht, dem 60. Geburtstag beim Kegelverein irgendwo stehen und man wird aufgefordert und man kann diesen Disco-Fox nicht. Also das probieren wir hinzukriegen, aber dazu später mehr. Du hast in diesem Jahr, du hast es gerade eben schon angedeutet, ganz viel Zeit auf dieses Engagement als Trainerin gelegt. Warum ist dir das so wichtig, dass du wirklich da auch ganz oben mitspielen kannst? Also natürlich, für mich ist der Tanzsport ist meine Leidenschaft, ist einfach mein Traum, den ich zum Beruf gemacht habe und möchte das auch fördern. Ich bin vor allem in der Kinder- und Jugend, im Kinder- und Jugendbereich tätig und mit ganz viel Engagement und wir versuchen einfach den Nachwuchs für den Tanzsport wieder aufzubauen. Du selbst bist professionell auf den, obwohl Weltmeisterin, ich habe es vorhin gesagt, auf den Tanzturnieren nicht mehr am Start. Warum? Ja, also 2017 habe ich ja die Weltmeisterschaft gewonnen in Leipzig und das war einfach der perfekte Moment, der Höhepunkt meiner Karriere und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und das war eben der schönste Moment. Viele schöne Momente können wir mit dir gemeinsam aber weiterleben bei Let's Dance. Nämlich wir gucken uns einfach mal ein paar Paarungen an, die so in den letzten Jahren schon, ich sag mal,
zugelost wurden, Fragezeichen, ja. Reden wir gleich nochmal darüber. Sind die Männer, die du da abbekommst, denn alle auf einem ähnlichen Niveau? Gibt es besonders gute, gibt es hoffnungslose Fälle? Wie ist da dein Resümee bisher? Also ich sag mal, jeder hat sein eigenes Talent. Manche, das ist sehr schön formuliert. Manche bringen natürlich für den Tanz schon sehr, sehr viel mit und man kann da sehr viel draus machen. Manche brauchen etwas länger, ja. Aber im Grunde genommen, wenn die Promis Spaß haben und wenn sie am Ende etwas gelernt haben und sie einfach strahlen können bei der Show, dann habe ich meinen Job perfekt erledigt. Wir haben gerade eben zum Schluss noch Giovanni Zarella gesehen. Wie war es mit dem? War sehr gut. Also er hat tatsächlich tolles Talent gehabt. Mhm. Ich bin ja eigentlich mit ihm nicht verpaart worden, sondern bin da eingesprungen für eine Kollegin, die sich bei den Proben den Fuß gebrochen hat. Autsch. Und ja. Deshalb, ja, du musst mit dem, ich sag's jetzt mal banal, Material arbeiten, was du da so angereicht bekommst. Ja. Trotzdem, du hast die Show angesprochen, da prickelt es, definitiv. Erstens mal, weil ihr unglaublich toll ausseht, alle immer, wahnsinn sexy Klamotten anhabt. Wie wichtig oder wie geht es überhaupt, dass du eigentlich zwischen einem wildfremden Menschen und dir so etwas herstellst, dass wir das Gefühl haben, das ist wahnsinnig erotisch? Also ich glaube, das ist einfach die Erfahrung. Das ist einfach, ich sehe das gar nicht als solches. Klar, ich sehe das dann später im Fernsehen oder als Video und ich sehe, dass es funktioniert hat. Aber in dem Moment denkt man gar nicht so drüber nach. Also es ist wirklich sehr viel antrainiert. Mhm. Es ist, aber man hat da so eine Intuition eben, was gut aussieht nach außen, ja. Und was vielleicht nicht so gut aussieht. Springen wir noch mal rein in ein Handyvideo, das du uns mitgebracht hast. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen irgendwie mitnehmen. Was geht da in deinem Kopf, in euren Köpfen vor, wenn ihr wirklich einerseits so sportlich, aber auch so sinnlich unterwegs seid? Also tatsächlich ist das alles sehr viel antrainiert. Es ist nicht nur, dass wir auf diesem Turnier so tanzen, sondern in jedem Training wird jeder Move, jede Bewegung, jedes Fingerstrecken, jeder Blick tatsächlich, ist der Blick zueinander, ist er nach außen. Das wird alles antrainiert. Aha. Nichts dem Zufall überlassen. Nichts dem Zufall überlassen. Je mehr man das perfektioniert, desto besser und desto gefühlvoller dann mit so einer schönen Musik, die gerade gelaufen ist, wirkt es oder ist es im Endeffekt. Es ist gar nicht so einfach, habe ich vorab mir angelesen, insbesondere für die Frauen, männliche Tanzpartner zu finden, auf so einem hohen Niveau. Warum ist das so? Also tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Mädels oder viel mehr Frauen eben, die tanzen. Mhm. Und sehr viele gute Frauen. Also ich sag mal, die Herren haben da einen Vorteil, weil sie eben weniger weniger sind. Mehr Auswahl und haben sie. Ja. Haben mehr Auswahl, deshalb muss man perfekt aussehen. Man muss so gut wie möglich tanzen, dass man eben einen guten Tanzpartner abbekommt. Auch noch ein Stichwort ist, dass man als Tanzprofi, und da zählst du zur allerersten Sahne, trotzdem eigentlich nicht reich wird, sondern im Gegenteil unheimlich viel Geld auch in den Sport investieren muss. Gib uns da einfach mal ganz kurz noch eine Hausnummer, dass man sich das vorstellen kann. Also ich sag mal, in den letzten Monaten vor meiner Weltmeisterschaft, die ich dann gewonnen habe, habe ich pro Monat so ungefähr 5.000 Euro für Privatunterricht ausgegeben. Gibt es überhaupt jemanden, der dir noch was beibringen kann? Bestimmt, bestimmt, natürlich. Es gibt natürlich Profis, es gibt Legenden im Tanzsport, die einfach toll sind und weiterhin Idole bleiben, sag ich mal. Auf diesem Weg bist du ja, sag ich mal, weil du hast gesagt, selber nicht mehr tanzen, sondern mittlerweile vermittelst du es den angehenden Profis. Du hast es beschrieben, selbst die Vierjährigen kommen zu dir nach Karlsruhe, die unterrichtest du. Jetzt hatte ich versprochen, die Idee wäre, dass du uns allen und den Zuschauenden zu Hause auch so einen Tanzschritt noch beibringst, den man immer anwenden kann, egal auf welcher Veranstaltung du bist. Uns wird irgendwie so ein Disco-Fox eingespielt. Ne? Nicht der Klassiker. Schlimmer, du stehst als Kerl irgendwie an der Bar und auf einmal kommt die Großtante und sagt, Mensch, komm, lass doch mal irgendwie einschwufen. Ja. Kriegen wir das hin? Sehr gerne. Okay, dann lass uns mal einfach, wir haben ja natürlich uns hier entsprechend
vorbereitet schon und die Disco-Kugeln aufgehängt. Bevor wir, sieht hübsch aus. Super. Bevor wir aneinander gehen, getestet und geimpft sind wir, welchen Schritt könnten wir tun? Also so Disco-Fox irgendwas? Genau, Disco-Fox-Grundschritt. Ja. Mit dem linken Fuß würde es losgehen. Zwei Schritte nach vorne. Mit eins, links, dann rechts zwei. Und dann machen wir einen Tap am Tap. Platz. Am Platz. Und dann mit dem linken Fuß wieder zurück. Okay. Eins, zwei, Tap. Also immer der linke Fuß für den Herrn führt. Und für die Dame dann natürlich der rechte Fuß. Genau, sehr schön. Und du hast es gerade eben schon gesagt, der Herr führt. Wie ist das, wenn du mit Promis tanzt, die nicht so Profis sind wie du? Führen die dich tatsächlich? Nee. Also tatsächlich muss ich da ein bisschen mehr Gas geben. Okay, pass auf. Dann lass uns näher treten. Ja. Tanzhaltung einnehmen. Tanzhaltung, hier so. So, ja. Okay, alles klar. Und? Warte mal. Musik ab natürlich. Okay. Lauter. Mach durch lauter. 3, 2, 1 und. Können wir uns auch drehen dabei oder so? Ja, klar. Ich überlasse dir die Führung. Ich zähle aber immer noch mit innerlich. Ja, das ist doch richtig. Ja? Das ist richtig, klar, damit man nicht rauskommt. Und wenn ich diesen Grundschritt einigermaßen drauf habe, macht die Dame wilde Sachen, sowas. Warte mal. Scheiße, ich bin raus. Warte. Ein. Irgendwie drehen, sowas. Und ja, wieder einlegen. So. Wow. Das ist großartig. Vielen Dank, Martha Hahn, für den Besuch in der Landesschau. Und wir Dankeschön. Können alle zu Hause mittanzen. Tschüss.